Ich mit einer kurzen Einführung der Radiorunde Neues Frankfurt und zu Martin Elsässer. Es folgt eine kleine Gesprächsrunde mit Konrad Elsässer, dem Großneffen von Martin Elsässer und Wolfgang Vogt, zum Thema Stadtplanung und Kirchenbau der 1920er Jahre in Frankfurt. Beide sind übrigens Vorstandsmitglieder der Ernst-May-Gesellschaft, die sich um das architektonische Erbe von Ernst May kümmert. Konrad Elsässer ist außerdem im Vorstand der Martin-Elsässer-Gesellschaft. Pünktlich dann um 19 Uhr beginnt die eigentliche Radiorunde mit Martin Elsässer, dem Leiter des Hochbauamtes in Frankfurt am Main, eine Position, auf die ihn der damalige Frankfurter Stadtbaurat Ernst May berufen hatte und die er von 1925 bis 1932 innehatte. Aber erst einmal ein paar Worte zur Radiorunde Neues Frankfurt. Kurz gesagt, die Radiorunde Neues Frankfurt ist eine Reihe von in historischem Rundfunkformat produzierten Sendungen, für die Texte von Persönlichkeiten der 1920er Jahre, also aus der Pionierzeit des Mediums Radio, verwendet werden. Dazu als Anmerkung zwei Daten. Die erste Radioübertragung in Deutschland wurde vom Sender Königs Wusterhausen in Brandenburg am 22.12.1920 ausgestrahlt, und zwar von der ehemaligen Heeresfunkerstelle. Damals spielte die örtliche Feuerwehrkapelle Weihnachtslieder. In Frankfurt hingegen begann der Rundfunk etwas später, nämlich am 1. April 1924, durch die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG, dem Vorläufer des heutigen Hessischen Rundfunks. Gespielt wurde hier in Frankfurt die Egmont-Ouvertüre von Beethoven. Aber zurück zur Radiorunde Neues Frankfurt. Hier stellen wir fiktive Radiosendungen nach und verwenden dabei vorwiegend Originaltexte der agierenden Personen, beziehungsweise in diesem Fall heute der agierenden Person Martin Elsässer, und fügen sie zu einem neuen Sendebeitrag zusammen, höchstens einmal ergänzt durch einige wenige eigene überleitende Passagen. Diese Textbeiträge werden dann von klassischer Musik der Epoche umrahmt, und dabei soll die Machart hinsichtlich Inszenierung und Technik so nah an den damaligen Produktionsbedingungen, vor allem an der damaligen Klangästhetik sein, wie es heutige Hörgewohnheiten zulassen. Was dabei wichtig zu wissen ist, die Sendungen werden live ausgestrahlt. Bisher haben wir 6 Folgen produziert. Ein kurzer Überblick. Die erste Folge sendeten wir 2019 aus dem Deutschen Architekturmuseum unter dem Titel Der neue Mensch mit dem Frankfurter Stadtbaurat Ernst May und der Erfinderin der Frankfurter Küche, Margarete Schütte-Lihotzky. Es folgte eine Diskussion im Rahmen der Hindemith-Tage im Kuhhirtenturm zwischen Paul Hindemith und Theodor Wiesengrund Adorno über die klassische Moderne. Ebenfalls 2019 debattierte erneut Theodor Wiesengrund Adorno mit der Fotografin Gisela Freund über das neue Hören und das neue Sehen und die damals neuen Medien Rundfunk und Bildjournalismus und was die Serienproduktion der Leica 1924 bedeutet, damals schon wegen Corona leider ohne Publikum. In der vierten Folge, 2021 war das, in der es um die neuen Mittel künstlerischer Ästhetik ging, waren Walter Gropius, der Begründer des Bauhauses, und Gertrud Gruno, ehemalige Meisterin am Bauhaus und auch Gesangslehrerin und Musikpädagogin, die Protagonisten, auch diesmal wieder ohne Publikum. Und in der fünften Folge, die im April 2022 aus dem Museum für Kommunikation gesendet wurde, sprachen Hans Flesch, seit 1924 künstlerischer Leiter der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG, und der Schriftsteller Bertolt Brecht über das neue Medium Rundfunk, seine Eigenarten, seine Besonderheiten und seine neuen Möglichkeiten. Die sechste Folge dann sendeten wir aus der Villa Schweizer Straße Nummer 5. Thema war Matthias Scheiber und die neuen Rhythmen aus Amerika. Matthias Scheiber war Lehrender an Dr. Hochs Konservatorium hier in Frankfurt, wo er von 1928 bis 1933 die weltweit erste Jazzklasse an einer Musikhochschule leitete. In all diesen Sendungen war entsprechende zeitgenössische Musik von unter anderem Anton Webern, Paul Hindemith, Ernst Toch, Theodor W. Adorno, Arnold Schönberg oder Debussy, aber auch klassische Musik von Bach und Schubert zu hören, alles natürlich rundfunkgerecht den Bedingungen der 1920er Jahre angepasst. Heute Abend nun geht es um Martin Elsässer, der, wie bereits erwähnt,
von 1925 bis 1932 unter Ernst May in Frankfurt als Leiter des Hochbauamtes gewirkt hat. Sein bedeutendstes Gebäude in dieser Stadt kennen Sie alle, nämlich die frühere Großmarkthalle, heute der Sitz der Europäischen Zentralbank, wobei ich mich jetzt besser nicht dazu äußern möchte, was die Architekten der EZB das Büro Coop Himmelblau der ehrwürdigen Großmarkthalle angetan haben. Aber wie auch immer, weitere erwähnenswerte Bauten Elsässers in Frankfurt sind unter anderem das Universitätsnervenklinikum in Niederrad, das Fechenheimer Gartenhallenbad, die Pestalozzi-Schule im Riederwald und eben die Gustav-Adolf-Kirche, aus der wir gerade senden. Ein paar kurze Worte noch zu Elsässers Biografie. Geboren wurde er 1884. Von 1901 bis 1906 studierte er bei Friedrich von Thiersch und Theodor Fischer Architektur. Von 1906 bis 1908 war er dann Assistent von Theodor Fischer und im Anschluss daran Mitarbeiter von Paul Bonatz. Ernst May warb ihn aus Köln ab, wo er von 1920 bis 1925 leitender Direktor der Kunstgewerbeschule war. Als May 1930 in die Sowjetunion emigrierte und ein Großteil seiner Mitarbeiter mit ihm, blieb Elsässer bis 1932 in Frankfurt im Amt, bekam aber anschließend während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland keine Aufträge mehr und zog sich weitgehend, wie man so sagt, in die innere Emigration zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Stuttgart und München zurück, bevor er 1957 in Stuttgart an einem Schlaganfall starb. Was an dieser Stelle nicht vergessen werden darf, Martin Elsässer war neben zum Beispiel Martin Weber oder Hans Herkommer einer der bedeutendsten Kirchenbauer der Moderne. Und mit diesem Hinweis möchte ich jetzt auch das Mikrofon an Tobias Rüger weitergeben, der jetzt ein Gespräch zwischen Konrad Elsässer und Wolfgang Vogt moderieren wird. Das Thema lautet, wie eingangs schon gesagt, Stadtplanung und Kirchenbau der 1920er Jahre in Frankfurt. Und beide, Konrad Elsässer und Wolfgang Vogt, sind ausgewiesene Experten, wenn es um das neue Frankfurt aus eben jener Zeit geht. Bitte sehr. Erklärt hast, worum es geht, nämlich um eine Reihe von Rundfunk, das könnte man heute fast experimentellen Rundfunk nennen. Wir senden alles live, aber wir beziehen uns auf das historische Produktionsverfahren. Und da, bevor ich unsere beiden Gäste hier nochmal vorstellen will, möchte ich auf den Sendetechniker hinweisen, das ist der Harald Ochs. Der wickelt das alles ab, der sorgt dafür, dass das Mikrofon hier genau an der richtigen Position steht, dass alle Kabel verlegt werden. Und die Anke von Berg hat ihm heute geholfen, die eigentlich Geschäftsführerin von Radio X ist. Und die hat heute sich mal direkt hier beim Aufbau beteiligt. Ja, jetzt haben wir zwei echte Experten, zwei intellektuelle Schwergewichte hier an Bord, die ein bisschen im Vorfeld, bevor wir mit dem eigentlichen Programm beginnen wollen, etwas zum Thema Martin Elsässer sagen können. Da ist einmal Dr. Wolfgang Vogt und Dr. Konrad Elsässer. Die heißen ab sofort jetzt allerdings Wolfgang und Konrad, weil wir hier bei Radio X und nicht im Deutschlandradio sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. Gerne. Ich fange mal mit dem Wolfgang an, weil der hat die Ausstellung kuratiert, das zum neuen Frankfurt, die vor 4 Jahren lief im Deutschen Architekturmuseum. Betonung liegt auf Deutsches Architekturmuseum. Hast du vorhin gesagt, warum? Weil es nur ein deutsches Architekturmuseum gibt. Also es gibt andere Architekturmuseen auch, aber eben nur eins, was sozusagen so das erste war, was es überhaupt gab. 1979 gegründet und 1984 eröffnet hier in Frankfurt. Und der Name ist geschützt und es wird woanders niemals unter diesem Namen ein Architekturmuseum geben, auch nicht in Berlin, wo man das gerne gehabt hätte. Ja, und das neue Frankfurt, das ist sozusagen salopp gesagt das, was unter dem Grobbegriff Bauhaus hier in Frankfurt stattgefunden hat in den 20ern. Ist das richtig so? Das kann man so sehen, aber doch mit dem leichten Unterschied.
dass ich sagen würde, und das haben wir in der Ausstellung auch so dargestellt, dass Frankfurt, ja, Frankfurt war eine Hochburg der Architektur und Städtebau und kulturellen Moderne. Und hier war vielleicht sogar genauso viel los wie am Bauhaus und in Berlin und vielleicht sogar noch mehr. Sollte das Bauhaus nicht sogar für einen kurzen Moment mal in Frankfurt angesiedelt werden? War das nicht mal im Gespräch bei einem der zahllosen Wechsel von Weimar nach Dessau, von Dessau nach Berlin? Das ist wohl so, aber das muss nur ein ganz kurzer Moment gewesen sein. Gut. Ja, Konrad, schön, dass du da bist. Du bist der Großneffe von Martin Elsässer, ist das richtig? Ja. Und du bist aber Pfarrer, nicht Architekt geworden. Ja. Und deshalb passt es ja auch, dass wir hier in der Kirche sitzen, die jetzt wiederum von deinem Großonkel entworfen wurde. Ja. Ich habe schon als Kind Kirchen von Martin Elsässer kennengelernt, unweit von dem Lebensort, wo wir damals in Württemberg gewohnt haben. Und die haben mich dann irgendwie begleitet. Aber ich war auch erstaunt, dass diese Kirche hier in Frankfurt steht, weil es ist die einzige oder eine der ganz, ganz wenigen, die außerhalb von Württemberg gebaut sind. Mhm. Es gibt eine in Baden, in Baden-Baden, und eine in Görlitz und dann eben die hier in Frankfurt. Mhm. Und die hier hat eben den Charakter auch des neuen Bauens hier in Frankfurt ganz in sich aufgenommen und drückt es auf wunderbare Weise aus, vor allem seit der Renovierung wieder zu sehen. Das können wir natürlich jetzt hier im Hörfunk nur sehr bedingt vermitteln, aber man kann sagen, also es ist ein Oktagon, es ist vielleicht eher eine Art Kirchenbau, der so an die ganz alten Kirchen erinnert. Mir fällt da spontan die Michaeliskirche in Fulda ein. Das ist, glaube ich, sogar die älteste oder einer der ältesten erhaltenen Kirchenbauten überhaupt in Deutschland. Und das ist so eine Zeit, in der die Kirche ja noch nicht so ein gefestigter politischer Mitspieler war. Das heißt, hier ist alles rund. Man sitzt jetzt, also man fühlt sich zunächst mal nicht hierarchisch vor dem Altar hingesetzt. Ist das Architektursprache, die zu lesen ist? Wie steht man als Pfarrer dazu? Ich denke schon. Also Aachen wäre natürlich das berühmteste Beispiel, aber auch Ottmarsheim. Und also das Oktogon ist schon eine sehr besondere Form. Eben das einzige Mal, dass Martin Elsässer das genutzt hat. Er hat sich viel über die Trennung von, also im evangelischen Kirchenbau, über die Trennung von Predigtraum und Sakralraum oder Sakral- oder Andachtsraum, also wo Taufen, kleine Feiern stattfinden. Und das konnte er hier lösen, indem er die alte Vorgängerkirche sozusagen mit aufgenommen hat und hier im rückwärtigen Teil eine Taufkapelle außerhalb dieses Oktogons stehen gelassen hat. Ihr beide habt ja auch schon ein bisschen Geschichte miteinander. Kann man dazu was sagen? Also du bist ja auch Vorsitzender der Elsässer Stiftung, nicht? Da gibt es ja Berührungspunkte bei euch beiden. Ne? Und die Elsässer Stiftung konnte mit Wolfgang Vogt eben 2009/10 die erste große Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum hier in Frankfurt machen. Ja, und ich gehöre zum Vorstand der Ernst-May-Gesellschaft und die sich eben um das kulturelle Erbe der Moderne hier in Frankfurt kümmert und das seit ein paar Jahren noch viel schöner kann als vorher, weil wir von der Stadt gut gefördert werden. Wir beide, also die Stiftung und die Ernst-May-Gesellschaft, wir sind wie Geschwister. Ernst May und Elsässer, da gibt es diesen Reim angeblich, so wird es kolportiert, alles neu macht der May, alles besser macht der Elsässer. Was ist denn hinter dieser Geschichte zu orten? Ja, das ist ein bisschen ironisch natürlich und das ist tatsächlich aus der Zeit. Also, aber um zu verstehen, wie Elsässer hier hat arbeiten können, muss man ein paar Worte sagen, allgemein zum neuen Frankfurt. Also das Neue Frankfurt war die Periode von 1924 bis 1933 unter dem legendären Oberbürgermeister Ludwig Landmann. Und der hat regiert mit einer SPD und Deutsche Demokraten, also einer sozialliberalen Koalition. Und in dieser Zeit kriegt die Stadt einen ganz enormen Schub in die Moderne. Und der war gewollt, das war Landmanns Plan.
Und er hat also infrastrukturell für neue Dinge gesorgt. Es gab einen Flughafen dann, er hat die IG Farben angesiedelt, er hat die Messe entwickelt und solche Dinge. Und aber das drängendste Problem war die Wohnungsnot. Und da muss man einfach sagen, Frankfurt hatte sehr, sehr schlechte Statistiken in der Zeit. Die Anzahl der neu gegründeten Familien mit Kindern, die gar keine eigene Wohnung hatten, die war also sehr, sehr hoch. Und also was das angeht, schlechte Ziffern. Und da musste was geschehen. Und dafür wurde Ernst May geholt. Als Stadtbaurat, um hier ein großes Programm aufzusetzen für sozialen Wohnungsbau. Und es war ja in der Weimarer Republik damals, vorher gab es das nicht, so, dass Wohnungsbau für die Leute, die sich das sonst nicht leisten konnten, der Staat das Geld gegeben hat. Und das gab die Möglichkeit, hier ein großes Programm zu machen. 10.000 Wohnungen in 10 Jahren, es ging dann nachher viel schneller. Sozialer Wohnungsbau in den Siedlungen. Woran sich auch heute im Grunde genommen jeder, der Politik macht, messen lassen muss. Das ist immer eine der ersten Fragen. Wie steht es um den Wohnungsbau? Und war auch ja Teil des Wahlkampfs in Frankfurt. Ja. Konrad, also Kirchen, das ist die einzige Kirche im Raum Frankfurt, sagst du? Die einzige von Martin Elsässer. Ja, gewiss. Gibt viele Kirchen, etwa 10 oder 12, die im Rahmen des neuen Bauens, also des neuen Frankfurt, gebaut worden sind. Die meisten hochinteressant, Martin Weber und andere. Also das ist ein tolles Kirchenbauprogramm, auch dieser 5, 6, 7 Jahre. Du hast in dem Zusammenhang mal die Farben erwähnt. Das können jetzt nur die Anwesenden hier sehen. Wir haben hier knallrot bemalte Fenster. Die erinnern natürlich, zumindest wenn man jetzt so ein bisschen sich selber konstruiert, an die Großmarkthalle auch. Gibt es da eine Geschichte dazu? Ich denke ja, also weil die im gleichen Jahr gebaut worden sind. Mhm. Also hier die Einweihung der Gustav-Adolf-Kirche im April 1928 und die Großmarkthalle im Oktober 1928. Mhm. Und das ist, finde ich, auch also außerordentlich auffällig, dass die Fenster in dieser, also die Betonrasterfenster in der Großmarkthalle dann schwarz, aber in den Kopfbauten eben auch rot sind und den Fenstern hier sehr stark entsprechen. Ja, also das, das passt ganz gut zu den Siedlungen, denn die hatten auch eine Leitfarbe für die Fenster. Die waren ja in der Regel weiß gestrichen, die Wände, und die Fenster waren blau. Und es gibt inzwischen wieder, also in instand gesetzten Teilen der Römerstadt und auch am Bornheimer Hang gibt es wieder Bauten, wo man dieses Blau genauso wieder sehen kann. Ein sehr starkes Blau. Aber das Blau, also in den Siedlungen, entspricht in gewisser Weise auch dem Blau hier. Es ist eher so ein Taubenblau, also hier ist es mehr noch Kreide und sehr pastellfarben, aber es ist nicht, da hast du ja schon drauf deutlich hingewiesen, Wolfgang, nicht das Ultramarin und das also ganz starke Blau, was auch in den 1920er Jahren vor allem dann aus Holland in den Kunstmarkt kommt. Ja, also die Avantgarde des neuen Bauens, die sehr stark aus Holland beeinflusst war, von, wir kennen ja doch diese ganz einfach komponierten Gemälde von Mondrian zum Beispiel, da gibt es nur 4 Farben, da gibt es Gelb, Rot, Blau, Weiß, Schwarz, das war's. Schwarz, ja. Und das ist ein Kanon von Farben und das ist bei Elsässer ganz, ganz anders. Also der macht seine eigenen Farben und wenn ich mich hier umschaue, dann sind das sanfte Farben, das sind milde Farben, die sind nie knallig. Und die haben, ist auch Wärme. Ja? Das kann man sich, das ist irgendwie mit dabei. Und eine besondere Farbe ist natürlich das Rot im Himmel. Weil das Oktogon einen roten Himmel hat, also widerspricht der Tradition, an sich muss der Himmel blau sein oder golden, ja, bei den Ikonen. Aber hier ist er eben rot und theologisch, Martin Elsässer kommt aus einem Pfarrhaus, denke ich, ist der Hinweis auf die Liebe Gottes damit gegeben.
Also das, allein diese blaue Farbe in den Häusern der Siedlung, wo man ja also bis zu 100 kleine Reihenhäuser in einer Reihe hat, und das ist dann eine große Form. Das war ja eine Revolution, eine ästhetische Revolution, die mit der Architektur der neuen Sachlichkeit zusammenhängt, die Ernst May hier sozusagen eingeführt hat. Also die Wirkung von einem städtebaulichen Zusammenhang, darüber spricht Elsässer ja auch. Also du, Konrad, sprichst ja dann seinen Text nachher, im Zusammenhang mit den neuen Fortbewegungsmitteln. Er sagt unter anderem, also die muss man ja kurz jetzt nochmal erwähnen, das ist ja die Zeit, in der das Ornament aus dem Bauen weitestgehend verschwindet. Und es gibt schon so ein paar erste Rauchzeichen. Adolf Loos berühmtes Manifest oder seine Polemik Ornament und Verbrechen, in der er sich also in erster Linie mal gegen das aus seiner Sicht sinnentleert angewandte Ornament ausspricht. Aber es verschwindet dann eben in den 20er Jahren mehr oder weniger ganz aus der Architektur. Und es gibt bei May, aber auch bei Elsässer, und den Text hören wir nachher, eben diese Behauptung, dass das Bauensemble als Ganzes zum Ornament wird, weil wir die Wahrnehmung von Architektur neu erfahren, durch neue Fortbewegungsmittel, durch das Luftschiff, durch das Flugzeug, durch die Straßenbahn, das Automobil. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen ins Detail gehen. Also das Ornament verändert sich bei Martin Elsässer sehr, sehr stark, weil er eigentlich ja mit Jugendstil 1906-07 die Lutherkirche in Baden-Baden-Lichtental ist also noch sehr dem Jugendstil verwandt. Mhm. Das verändert er, und sein Vorgängerbauwerk zu dieser Kirche ist in Esslingen Süd ganz aus Backstein. Und er hat ja hier dann in Backstein gebaut sein eigenes Wohnhaus 1926 und die Pestalozzi oder damals Konrad-Häne-Schule, auch beide in Backstein. Und Backstein, auch durch die dunkelrote Farbe, ist ja eigentlich einerseits Ornament, andererseits auch wieder nicht. Und die Behandlung des Mauerwerks an der Großmarkthalle mit breiten Lagerfugen weist auch ornamentale Gestaltung auf. Also da ist so ein Übergang, den er so weit fortführt, dass eigentlich Backstein oder Ornament dann nur noch in bestimmten Pilastern und Säulenapplikationen oder Fenstern vorkommt. Also bis 1930, ja. Und das, finde ich, ist schon eine interessante Veränderung, dass er sich da ganz dem neuen Frankfurt auch so weit dann anpasst, dass da die weißen Flächen vorherrschen. Oder leicht ocker, wie hier außen zu sehen. Aber gerade der Akzent auf dem Backstein, den wir bei Elsässers Bauten hier in Frankfurt haben, also da haben wir die Großmarkthalle, da haben wir sein eigenes Haus und was haben wir noch? Die Pestalozzi-Schule. Die Pestalozzi-Schule, ganz genau, im Riederwald. Ja. Das ist ja aber ein ganz anderes Vorgehen in der Architektur als eben in den Siedlungen. Denn diese Architektur basiert auf dem unverhüllten, unverkleideten Material. Das Material hat seine eigene Wirkung. Die Backsteine haben ja auch haben ein starkes Relief. Dadurch, dass sie Fugen haben und es da auch Schattenkanten gibt und so weiter. Also das kommt aus Hamburg, würde ich sagen, von Chilehaus. Das ist ja ein fulminantes Beispiel. Chilehaus in Hamburg, ganz genau. Also das ist etwas Norddeutsches. Und, aber ist eben Baumaterial aus der Gegend auch wiederum. Richtig, ja. Genau. Dort, wo es Tongruben gibt, kann man Ziegel brennen. Und ich meine, in den Siedlungen stecken ja auch Ziegel. Also die sind nur eben, weil die Architektur der neuen Sachlichkeit das so haben wollte, weiß verputzt. Ja. Und also es ist architektonisch doch eine ganz spezifische andere Haltung, die bei Elsässer, aber hier in Frankfurt mehr in seinen ersten Jahren zu sehen ist, also von 1926 bis 28, sag ich mal, wo die Großmarkthalle fertig ist, und dann passt er sich ja auch an, und die späteren Schulen zum Beispiel, die sind ja dann auch weiß mit blauen Fenstern. Ja. Ja. Mhm.
Er äußert sich teilweise auch ein bisschen abfällig über den Jugendstil. Da haben wir auch eine Textstelle drin. Mhm. Und die Architektur ab 1870, 71, mhm, also ab der Reichsgründung. Wie ist es eurer Meinung nach zu sehen? Also er kommt ja eigentlich noch aus dieser Tradition oder hat in dieser Tradition gelernt. Wie kommt es da zum Bruch? Ist es der Erste Weltkrieg oder gibt es da noch andere Sachen, die noch bedeutender sind? Na, also der Historismus, der ist um 1900 schon schwer unter Beschuss. Und zu der Zeit, wo Martin Elsässer ja auch schon tätig ist als Architekt, es gibt ja den Deutschen Werkbund, das ist sozusagen die Neuerungsbewegung in Design und in Architektur. Der wird 1907 gegründet und der erreicht schon ganz viel. Und ich meine, das vorhin haben wir über das Ornament gesprochen. Das Normale bei, sag ich mal, den massenweise produzierten, durch die Spekulation produzierten Miethäusern hier in Frankfurt war, dass man, dass also der Maurermeister stellte das Haus hin und dann konnte der Bauherr sagen, was er für einen Stil haben wollte. Und die Applikationen dafür, die konnte man fertig kaufen und dann wurden die da angebracht. Also ein Gesims unterm Fenster und eine Fensterverdachung wie so ein kleiner Giebel da drüber oder Schnörkel links und rechts, das konnte man alles fertig kaufen. Und das war natürlich eine Beleidigung der anspruchsvollen Architekten, die sich als Baukünstler fühlten. Und das ist ein ganz starkes Moment hin zur Moderne, dass das abgelehnt und abgeschafft wird. Und so kommt es dazu, dass man eben ein anderes Verständnis von der Form hat, insofern als eben nicht mehr das Dekor die Architektur bestimmt, sondern die Großform selbst, der Baukörper, das Volumen. Mhm. Ja? Und dazu gibt es eine schöne Äußerung schon von 1914, das nennen wir jetzt trotzdem mal, obwohl es 10 Jahre vor dem neuen Frankfurt ist, von Peter Behrens. Mhm. Und der sagt in einem Artikel in dem Jahrbuch des Werkbundes 1914 was ganz Wichtiges, nämlich er sagt, wir haben jetzt eine ganz andere Art von Verkehr, wir haben das Auto und das Auto fährt schnell durch die Straßen. Und wenn es das tut, da kann ja das Auge gar nicht mehr mit und all die kleinen Dekore an den Häusern erkennen. Also muss man viel großzügiger das entwickeln. Dadurch entsteht schon auch die neue Architektur. Das ist das Ornament, was sich dann sozusagen im Großen durch die Bewegung erschließt. Ja. Ja. Und es wäre natürlich interessant zu erfahren, ob Martin Elsässer diesen Text von Peter Behrens gekannt hat oder nicht. Mit Sicherheit. Weil er ihn in ähnlicher Form sozusagen in eigenen Worten dann auch nochmal ausdrückt. Und das ist für ihn ein ganz wichtiger Aspekt. Aber da kommt natürlich dazu, dass in den 1920er Jahren sich das Verkehrswesen und überhaupt das Tempo in den Städten enorm verändert hat. Ja, ja, also ja. Es entsteht ja eine völlig neue Infrastruktur zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für das Bewusstsein, zum Beispiel auch die Beleuchtung wird eine ganz andere, nicht? Ab 1910 ja, durch die Neonlampen und das verändert ja auch Fassaden oder Fassadeneindrücke, nicht? Aber trotzdem ist ja die Architektur nach der Reichsgründung nach wie vor sehr beliebt. Die Leute wohnen, ich wohne selbst auch im Altbau im Frankfurter Bahnhofsviertel und auch die Deckenhöhe ist ja eine andere. Wie ist das aus eurer Sicht zu werten? Also wohnt ihr in Häusern der 20er oder wohnt ihr im Gründerzeitaltbau oder ganz anders? Oder wie seht ihr das jetzt 100 ja. Jahre später, so diese Wirkungsgeschichte? Also ich wohne im Gründerzeitaltbau von exakt 1900 und der hat natürlich noch die Verzierung auf der Putzfassade. Wir leben in einer völlig anderen Zeit als die jungen Modernen vor 100 Jahren. Zu der Zeit bestand die ganze Stadt aus so etwas. Ja. Das heißt, man konnte sich nicht retten vor Schnörkeln und
kleinteiligem Dekor. Und das abzuschaffen und neue Bauten dazwischen zu setzen, die das überhaupt nicht mehr hatten, das war Revolution. Dann haben wir den Krieg gehabt und halb Frankfurt war dann nur noch ein Trümmerfeld. Und die modernen Architekten der nächsten Generation, die wollten das, was dann noch übrig war vom Historismus, dann auch niederlegen, abreißen, Flächensanierung machen. Frankfurt hat ja auch bedeutende Verluste nach dem Krieg gehabt. Aber durch Abriss, ja, natürlich. Und da spricht man von 50-50 teilweise, ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht. Und dann gibt es eben interessanterweise um 1970 die Wende, die sicherlich auch mit der 68er-Bewegung zusammenhängt, dass man sich sagt, Moment, was soll denn das? Die Häuser kann man doch noch benutzen. Und vor allen Dingen sind sie ja nicht mehr so dicht und so unhygienisch belegt, wie als sie gebaut wurden. Mhm. Also ist dann, das ist die Zeit, wo ich studiert habe, in den 70er Jahren, da hat das Denken sich um 180 Grad gewendet. Und die Idee, dass man eine erhaltende Sanierung macht, die gab es ja bis dahin überhaupt nicht. Mhm. Und es ist, denke ich, gut so, dass das so kam. Das heißt nicht, dass wir nicht, dass nicht das neue Frankfurt und die klassische Moderne, die wir da sehen, dass das nicht ihren Wert hätte. Nein, darauf können wir hier sehr stolz sein. Das war auch nicht mein Punkt, nur ich wollte es eben versuchen, vom gewissen zeitlichen Abstand nochmal in eine zusätzliche Beleuchtung zu bringen. Also ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus und einem Passivhaus. Mhm. Und das hat dann, weist Martin Elsässer auch in dem Text nachher, den ich lesen werde, darauf hin, hat natürlich viel mehr innere technische Voraussetzungen, die Bauten in den Siedlungen des neuen Frankfurts in dem Sinne noch nicht aufweisen müssen, kann man sagen. Die Technik stand ja in der Form gar nicht zur Verfügung. Worüber wir heute reden, über Nachhaltigkeit, über Vermeidung von Energieverbrauch, das war ja offensichtlich, also da bin ich jetzt mit den Details nicht bewandert, aber das war allem Anschein nach in den 20er Jahren nicht das Thema, ne? Das man sich bei der Architektur Gedanken gemacht hat. Ne? Da war es die Wohnungsnot, denke ich, unmittelbar. Und das Wohnen, also Trabantenstädte und im Grün und also Häuschen mit Garten, aber eben auch noch Selbstversorgung und solche Gedanken, die eine große Rolle gespielt haben. Und da ist der Gartenarchitekt Leberecht Migge nochmal wichtig. Mhm. Der ist auch sozusagen eine Brücke zwischen Martin Elsässer und Ernst May, weil er für beide Wesentliches gearbeitet hat. Wie ist es denn mit dem Wohnungsbau bei Elsässer? Also er hat das Schwimmbad in Fechenheim, glaube ich, gemacht und ein paar andere wichtige Gebäude, auch das Gebäude der heutigen Europäischen Zentralbank haben wir ja schon erwähnt. Aber war er auch im Wohnungsbau aktiv? Ich bin gar nicht jetzt im Bild. Er war aktiv im Wohnungsbau, vor allem in den Jahren in Köln, also bis 1925. Mhm. Er hat hier neben seinem eigenen Wohnhaus dann noch die Direktorenvilla an der Psychiatrie gebaut. Mhm, er kommt bei seinen Wohnbauten aber eher von seiner bürgerlichen Erfahrung her und baut Häuser für wohlhabende Menschen und eher Residenz, also wo Empfangs- und Gesellschaftsräume und Wohnräume nebeneinander existieren. Ja, wir haben dazu ja auch noch als Teil des Hörstücks, was dann ab 19 Uhr beginnt, so einen Trialog, der stammt aus einer Veröffentlichung, die zeitgenössisch ist, von 1932, glaube ich, und ist von einem Herrn Wachsberger, über den ich aber jetzt nichts weiteres rausfinden konnte, verfasst worden. Da beschreibt er so diesen Spannungszustand in einem Gespräch zwischen einem Gast, einem Bauherr, und dem Architekten, wo genau diese Themen dann aber auch offensichtlich auf etwas betuchtere Klientel bezogen durchgearbeitet werden. Also wie geht man mit den Bedürfnissen um? Wie kann man architektonisch auf die Bedürfnisse der Bauherren im privaten Bereich reagieren? Also ich denke, der Massenwohnungsbau, den Ernst May vertreten hat, den hätte Elsässer auch gemacht, wenn man ihn an diese Stelle gesetzt hätte, hat man aber nicht. Man hat parallel May geholt für den neuen Städtebau und die Erledigung dieses großen Wohnungsbauprogramms. Und Elsässer sollte die städtischen Bauten machen, also die ganzen Infrastrukturdinge, die die Stadt brauchte. Das heißt, die neuen Spitäler, die Schulen, immer wieder. Und was, also damals wurde ein großes Programm abgearbeitet und er hat ja auch Projekte gemacht für einen
Hochhaus für die Stadtverwaltung, für eine neue große Bibliothek, für ein noch viel größeres und schöneres Schwimmbad, all solche Dinge. Das war seine Domäne und das berührte sich eigentlich mit dem Feld von May nicht. Aber man kann schon sagen, dass, also sie waren nicht gleichgewichtig in der Stadtverwaltung. Das nicht, aber beide ruhen sozusagen auf der Landmannschen Konzeption für Frankfurt nach dem Ersten Weltkrieg. Weil Landmann hat da wirklich Frankfurt ganz groß gedacht und denke ich mit Auswirkungen bis heute. Ja. Ja, und diese groß gedachte moderne Stadt, die wurde durch eine eigene Zeitschrift, die hieß Das Neue Frankfurt und erschien ab 1926, dann bis 1932, wurde die praktisch in die Welt hinaus posaunt. Also was diese Architekten vom Neuen Frankfurt schon sehr gut verstanden, das war, wie man Reklame für sich selber macht. Und das haben sie besser verstanden als alle anderen Städte zu der Zeit. Da haben ja auch nicht nur Architekten geschrieben, ich bin ja vom Beruf durchaus aus Musiker, nicht, da, hat, durchaus da nicht. Haben die Avantgarde der Musik, unter anderem Leo Theremin, der eben mit elektronischen Instrumenten experimentiert hat. Gropius hat natürlich auch geschrieben, der ja kein Frankfurter war, also das ist schon ein spannender Fundus, aus dem wir ja auch einen kurzen Text rausgezogen haben, das ist, da beschreibt Elsässer seine Konzeption für die Ausstellung Musik der Völker, ja, die ja auch insofern sehr interessant war, als dass man nicht nur modernes europäisches Schaffen gezeigt hat, wie es damals ja schon üblich war, sondern das eben auch in Verbindung gesetzt hat mit der Musik außereuropäischer Völker, von denen man sich ähnlich wie in der bildenden Kunst eben eine gewisse Inspiration erhofft hat. Es gab ja 1928 die erste Jazzklasse am Hochschen Konservatorium. Ja. Und das war schon für Frankfurt, denke ich, also eine Weltpremiere. Darüber haben wir also, ja die letzte Radiorunde gemacht. Das war der Matthias Scheiber, der wurde nach Frankfurt geholt, weil man sagte, so einen können wir gebrauchen hier für die Stadt. Und er hat als erste überhaupt auf diesem Planeten Jazz, das, was man damals darunter verstanden hat, hier unterrichtet. Also wenn man in die Zwischenkriegszeit, in die Weimarer Republik schaut und guckt, was es also für Medien gab, mit denen die kulturelle Moderne sich selbst verständigt hat, dann steht das, diese Zeitschrift Neues Frankfurt, das Neue Frankfurt, die ja monatlich erschien, ganz vorne. Und zwar mit internationaler Ausstrahlung. Mhm. Also die wurde tausendfach auch ins Ausland geschickt. Und wir wissen leider nicht genau, wie viel wohin. Aber wir haben eine einzige Zahl, 1930 aus Japan. Nach Japan gingen 130 Abonnements. Und da kann man sich vorstellen, dass also in die USA schon mal irgendwie 200 bis 300 ging. Mhm. Diese Zeitschrift Das Neue Frankfurt ist natürlich auch interessant für die Beziehung zwischen Martin Elsässer und Ernst May, weil Ernst May Herausgeber war und, denke ich, seinen Stil und auch seine Projekte gut präsentiert hat, während Martin Elsässer in dieser Zeitschrift nur marginal vorkommt. Also auch seine das stimmt, mengenmäßig ist er relativ, ich habe das durchgearbeitet, die 5 Jahrgänge oder wie viele es sind und ich habe relativ wenig von ihm gefunden. Ja. Aber es gibt eben auch einen Text zum Kirchenkultbau, wie er schreibt. Ja. Wir beziehen uns auf eine andere Version gleichen Inhalts, das, was du gleich lesen wirst, dazu hat er sich auch geäußert. Ja, ja nur werden diese Kirchen, also das bezieht sich in der Regel auf Bauten ganz woanders. Und die Redaktion des Neuen Frankfurt hatte gar kein Interesse dran, die Kirchen, die es nämlich in den modernen Siedlungen gab, die wurden hier gebaut. Also schauen wir nur an die schöne Kirche von Martin Weber im Bornheimer Hang. Ja. Ja, die ist großartig. Dort so die Stadtkrone. Davon findet man nichts im Neuen Frankfurt. Also die Redaktion war, sagen wir mal, eher unreligiös. Ja. Durchaus, das kann man schon sehen, ja. Was habt ihr zum Thema für die Zukunft vor? Gibt es irgendwas, was man schon mal so ein bisschen verraten kann oder was ansteht für die kommenden Saisons oder Jahre? Also wir haben einerseits von der Martin-Elsässer-Stiftung eine neue Website, wo wir alle Gebäude und Entwürfe von Martin Elsässer präsentieren wollen. Über die verfügen wir jetzt nach 10 Jahren Archiv und Sammelarbeit.
Das ist ein Projekt und da soll es dann auch eine Publikation, also nicht nur im Internet, sondern als Buch, das man einsehen kann, geben. Das, denke ich, könnte nächstes oder übernächstes Jahr spruchreif werden. Dann gibt es ein Herzensprojekt von mir, das ist die Psychiatrie in Niederrad, deren Direktorenvilla seit 2007 im Erdgeschoss leer steht. Und eigentlich ist diese Direktorenvilla zusammen mit der Villa von Ernst May und eben dem Haus Höhenblick von Martin Elsässer, man könnte sagen, eins der drei Meisterhäuser hier in Frankfurt. Mhm. Und das sollte unbedingt auch öffentlich zugänglich werden. Ja, und also ein Zukunftsprojekt ist auf jeden Fall die Frankfurter Bewerbung für das UNESCO-Welterbe. Die haben wir, die Ernst-May-Gesellschaft, zusammen mit der Stadt, mit dem Dezernat Planen und Wohnen betrieben, ein Jahr lang, 2020 bis 2021, und dann haben wir sie abgegeben. Allerdings ist das nur die Bewerbung auf die deutsche Auswahlliste. Also bis man dann irgendwann bei der UNESCO ankommt, das wird dann noch dauern, vorausgesetzt, wir schaffen diesen Sprung auf die deutsche Liste. Wir bewerben ein Städtebauthema, nämlich, das heißt Trabanten und Grüngürtel, Frankfurts neue Stadtlandschaft der Moderne. Das ist der offizielle Titel und wir hoffen sehr, dass wir in Konkurrenz zu den anderen deutschen Bewerbern das schaffen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Konzert in Israel gespielt und habe mir dann auch mal angeschaut, wie es da mit dem Bauhauserbe ist. Die haben ja zeitweise das auch ein bisschen vernachlässigt, aber haben das jetzt extrem gut vermarkten können und glaube ich auch als Weltkulturerbe. Und irgendwie wirkt das so, als ob das dort alles noch mehr Strahlkraft hat als hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Häusern liegt, dass die nochmal ein bisschen anders sind als der Stil, der hier konkret gebaut wurde. Kann man auf dieses Niveau in Frankfurt auch kommen oder gäbe es da aus deiner Sicht Gründe, dass das so in der Form nicht erreicht werden kann? Wir hoffen das sehr, dass wir ein besseres Niveau erreichen, aber das wird ein langer Prozess sein. Und aber eine Folge ist schon mal, dass zum Beispiel jetzt in der Römerstadt kann man das schon sehen, die Instandsetzung der Siedlungen, die nimmt jetzt Fahrt auf und zwar mehr doch nach den Kriterien der Denkmalpflege und nicht nur nach den Kriterien der Wohnungsunternehmen, die andere Parameter haben für diese Dinge. Das neue Frankfurt hatte es sehr schwer durch den Nationalsozialismus natürlich, weil Klar. er es völlig abgelehnt hat. Dann durch den Krieg, dann durch die Nachkriegszeit. Also da ist auch viel auch über die Wohnungsbaugesellschaften verloren gegangen, war wenig aufmerksam und wenig Wertschätzung über lange Jahre vorhanden. Und das jetzt auszubügeln und aufzuholen, ist ein noch andauernder Prozess. Ja, zumal ja auch neue Auflagen kommen, also Stichwort Dämmung und natürlich immer wieder neue Anschlüsse. Damals gab es ja noch kein Internet zum Beispiel und gut, sowas ist schnell gemacht, aber auf der anderen Seite heißt es doch, die originale Nutzung sei das Beste, was einem Denkmal passieren kann. Aber hier höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass es doch immer wieder auch Konflikte gibt, die zu bewältigen sind. Ja. Naja, die originale Nutzung haben wir ja in den Siedlungen überall noch. Genau. Und vor allen Dingen sind sie ja mit Ausnahme von Braunheim auch nicht privatisiert. Das heißt, es sind Wohnungen zur Miete und auch in der Regel also zu angemessenen und nicht zu hohen Mieten. Und das ist übrigens ein Kriterium fürs Welterbe, wenn nach der Authentizität gefragt wird. Die soll nämlich sozial auch gegeben sein und nicht nur im architektonischen Aha. Detail. Mhm. Ja. Ja, aber wo wir Tel Aviv angesprochen haben, das ist ein bisschen auch ein Problem für uns gewesen, weil Tel Aviv hat 2004 den Titel bekommen und sie haben ihn bekommen für Modern Movement in Architecture. Das ist der Titel. Und Berlin ist auch ein Problem für uns gewesen. Die haben den Titel bekommen 2008 für Settlement, also Siedlungen. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Gedächtnis genau. Siedlungen der Moderne. Ja, und da die UNESCO nicht gerne etwas zweimal macht, früher war das kein Problem. Es gibt also Dutzende gotische Kirchen, die Welterbe sind.
hieß es eben, also ihr müsst euch schon was anderes ausdenken. Und da kamen wir dann auf den Städtebau und das funktioniert ziemlich gut. Also die Siedlungen waren ja außerhalb, die waren am Stadtrand und die waren von der bis dahin bebauten Stadt im Nordwesten ist das Niddatal, durch das, was später der Grüngürtel wurde, getrennt, von der Stadt abgesetzt. Das war die Idee, dass man die Stadt nicht einfach so amöbenhaft weiter einfach sich ausbreiten lässt, sondern dass man es mit die Stadt mit Landschaft verknüpft und eben erstmal einen Gürtel legt und das Neue dann außerhalb weiterbaut. Und Städtebau und dieser öffentliche Raum, also mit Grüngürtel, wäre natürlich heute auch nochmal besonders spannend, wenn man sich die damalige Arbeitsteilung zwischen Ernst May mit dem Siedlungsbau und Martin Elsässer mit den öffentlichen Gebäuden innerhalb der Stadtgrenzen auseinandersetzt, dann ist der Raum dazwischen ja das Interessante und der gemeinsame Raum. Also wie kommt die alte freie Reichsstadt zu diesen ganzen Vororten, Siedlungen, Trabantenstädten und wie wird dieser Raum bespielt und das ist, finde ich, hochinteressant. Ja, damals war ja eine wichtige Forderung, Arbeiten und Wohnen zu trennen, nicht? Und heute sehen wir das anders, weil sich auch die Arbeit stark geändert hat und viele Arbeit eben keinen Schmutz mehr macht und für die Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstätten wohnen, eine gesundheitliche Bedrohung ist. Jetzt denken wir anders, wir wollen unnütze Wege vermeiden, nicht? Das spielt das auch jetzt eine Rolle für die Rezeption der Wirkungsgeschichte des neuen Frankfurt und insbesondere von Elsässer? Die sind ja gut erschlossen jetzt, die Grenzen. Nein, ich würde sagen nein. Man muss natürlich wissen, als die Siedlungen gebaut wurden zur Zeit des neuen Frankfurt, wer hatte denn da ein Auto? Also das waren nur reiche, ganz wenige Leute. Genau. Und die auf den alten Fotos in Römerstadt, ne? Die Straßen, kein einziges Auto. Heute steht alles voll. Und man muss sich klar machen, dass die Straßen dafür nicht gedacht waren. Obwohl es manchmal so repräsentative Autodurchfahrten gibt, ist mir aufgefallen. Ich glaube, in die Umzugswagen waren die, glaube ich. Ach so. Für die Umzugswagen. Ach so. Ja, nein, Sie meinen die Heimatsiedlung. Das kann sein. Wo mit einem ganz raffinierten Städtebau, wo nämlich die Erschließungsstraße so 6-7 Mal eine Überbrückung hat durch ein Wohnhaus. Also da fährt man 6-7 Mal unter einem Haus durch. Und das ist immerhin eine interessante Form. Ja, Wir nähern uns dem Ende dieser ersten Stunde, auf die jetzt die eigentliche in Anführungsstrichen rekonstruierte Radiosendung folgt. Man muss dazu sagen, es gab bis 1930 oder bis Ende 1929 keine Aufzeichnungen beim Rundfunk, weil man hatte gar nicht die Geräte, um eine ganze Stunde oder eine Dreiviertelstunde aufzeichnen zu können. Man konnte immer nur 3-4 Minuten eben auf die damaligen üblichen Schallplatten, Schellackplatten oder beziehungsweise deren Matrizenvorlagen aufzeichnen. Das heißt, das Ganze findet jetzt statt mit Hilfe von Originaltexten und Musik aus der Zeit oder Musik, die man in der Zeit gespielt hätte. Wir haben auch was von Antonio Vivaldi dabei, weil es ja um Kirchenbau auch geht. Die Idee ist eben, eine Sendung, die es so gegeben haben hätte können, zu rekonstruieren. Also die Rekonstruktion einer fiktiven Sendung, die es wahrscheinlich in dieser Form und auf jeden Fall in dieser Machart gegeben hat. Ja, was fällt Ihnen noch ein als Schlussbemerkung sozusagen? Also ich denke, Radio hat Martin Elsässer nicht gehabt, er hatte ein Auto, das wissen wir und da zeigt er sich auch stolz auf Fotos aus der Zeit. Er hat selbst ganz viel Musik gemacht, also Klavier gespielt, auch Orgel gespielt und einer der Räume seines Privathauses hatte eben auch einen Flügel und war als Musikzimmer und Gesellschaftszimmer deutlich geprägt.
Also Ernst May hatte natürlich auch ein Auto, hatte auch eine Garage am Haus. Und es gibt am Haus so eine Stange auf einer Ecke, so die ziemlich weit nach oben geht. Und ich hatte erst gedacht, das wäre ein Fahnenmast. Nein, das war zum Radiohören, das war die Antenne. Das ist die Antenne. Und es gibt auch ein Innenraumbild, wo man auch den Radioapparat sehen kann. Mhm. Also das 1926, das waren schon auch, also Radiohörer, dann auch Pioniere. Also zwei Jahre nach der Einführung des Regelbetriebs ein Radio zu haben, ein Empfangsgerät zu haben, das war schon was Besonderes. Es war nicht nur teuer, sondern man musste ja auch ein bisschen Lust auf diese moderne Technik haben. Ne? Ja. Aber Martin Elsässer kannte Paul Hindemith, das ist belegt, nicht? Deshalb haben wir auch ein Stück von Paul Hindemith noch ins Programm genommen. Und es gibt einen Armin Knaap, der wohl auch Freund der Familie war, von dem haben wir auch ein Stück für den Schluss vorbereitet. Ja? Schön. Also ich denke, Martin Elsässer und Ernst May sind zwei Jahre auseinander. Und Elsässer kam aus Württemberg und über den Umweg von Köln hier nach Frankfurt. Ernst May war ja in Frankfurt groß geworden und kam über den Umweg Breslau dann hier in seine Heimat zurück. Ich denke, er hatte schon einen etwas anderen Boden als Martin Elsässer. Interessant finde ich, dass dann es doch Elsässer war, der den Boden in der Innenstadt bespielt und geprägt hat. Mhm. Wenn wir uns die beiden mal so nebeneinander betrachten, es ist schon so, die waren ganz, ganz, ganz verschiedene Charaktere. Also Elsässer war, wenn ich das richtig verstanden habe, der sensible Baukünstler und auch keiner, der so irgendwie pushy, so laut sich geäußert und bewegt hat. Und Ernst May war, der wurde übrigens, und das war ein bisschen böse, aber es trifft schon ein bisschen, Bau-Mussolini genannt. Also der konnte sich sehr gut durchsetzen. Der hatte das gelernt, der war auch Offizier im Ersten Weltkrieg gewesen. Und ich glaube, er hat auch den guten Elsässer ein bisschen so zur Seite geschoben und deutlich gemacht, dass er das Heft in der Hand hat, was das Ganze, was den Städtebau und das Gesamtbauwesen betrifft. Er hatte auch die etwas rustikalere Sprache in seinen Texten. Oh ja. Da tauchen auch Wörter auf, die man so heute nicht mehr benutzen würde. Genau. Sittlicher Zerfall, Entartung und so. Ja. Aber das war damals das Vokabular, das man, glaube ich, jetzt nicht politisch werden sollte. Aber da merkt man schon, dass das Geltungsbedürfnis schon ausgeprägt war. Ja. Wobei er hat ja auch also als Mitglied im Magistrat dann die ganzen Projekte von Elsässer vertreten, abgeschirmt, durchgeboxt, also vor allem dann noch Palmengarten Gesellschaftshaus 1930 ist von Elsässer, May und Hebestreit zusammen verantwortet. Ja. Natürlich, ja. Mhm. Also die haben sich überhaupt nicht irgendwie öffentlich miteinander auseinandergesetzt. Ja. Das war ein bisschen unterschwellig. Ja. Aber das gibt es ja oft, so eine Verzahnung von Persönlichkeiten, die dann ein großes Ganzes bilden, mit einer Talentverschiebung. Das scheint mir schon oft beobachtbar zu sein, also nicht nur in diesem konkreten Fall. Ich denke, dem neuen Frankfurt konnte gar nichts Besseres passieren, als diese zwei sehr verschiedenen Leute an der Spitze zu haben. Und jeder hat das, was er gut konnte, eingebracht in das Gesamtprojekt. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Jetzt hole ich mal den Klaus nach vorne, den bitte ich mal so Übergangsmoderation nach vorne. Und Konrad, du bist gleich mit den Original-Martin-Elsässer-Texten zugange. Jawohl. Was macht es mit dir, die von deinem Großonkel in die Rolle deines Großonkels zu schlüpfen? Ich lese die Texte gerne, ich finde sie interessant, du hast ja schöne ausgewählt, also von daher freue ich mich darauf. Mhm. Gut, ja, Klaus, dann kommt auch mal vor und
Wir weisen darauf hin, dass es einen kurzen Moment des Übergangs gibt, der auch technisch bedingt ist, also eine kurze Pause, die sozusagen hier den Übergang markiert. Wir müssen jetzt ganz leise versuchen, unsere Stühle hier wegzuziehen. Und dann übergebe ich das Wort nochmal an den Klaus. Toll gewesen ist, aber wer mag, kann sich diese Sendung morgen nochmal bei Radio X in der Mediathek anhören, und zwar unter Radio X-7. Dort wird ein glasklarer und einwandfreier Klang herrschen. Das kann ich jetzt schon versprechen. So. Bevor wir uns jetzt auf die Zeitreise in die 1920er Jahre begeben und die Veranstaltung mit Martin Elsässer beginnt, denke ich, wird es Zeit, dass ich nochmal die Darsteller überhaupt vorstelle. Wir haben dabei André Hädige als Ansager, der übrigens schon seit der allerersten Folge mit dabei gewesen ist. Wir haben Konrad Elsässer als seinen Großonkel Martin Elsässer, wie er schon gerade von Tobias Rüger genannt wurde. Tobias Rüger selbst ist am Saxophon zu hören und Christoph Kuhn an der Orgel. Tobias Rüger ist auch verantwortlich für Recherche und Regie. Und unser Tontechniker von Radio X ist Harald Ochs. Wie ich gerade gesagt habe, morgen kann die Sendung noch einmal auf Radio X-7 in der Mediathek gehört werden. Dort steht sie 7 Tage lang. Jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zu Ihrem Verhalten während der Sendung. Sie hier, die sich in der Kirche befinden. Es ist so, in den frühen Tagen des Radios war während derartiger Sendung Publikum nicht üblich. Es gab kein Publikum schlichtweg. Stattdessen stand, so wie wir es hier jetzt auch haben, man kann es natürlich nicht sehen, aber die Zuhörer wissen das, die hier anwesend im Raum sehen das. Das Mikrofon stand in der Mitte des Raumes und um das Mikrofon herum haben sich dann die Diskutanten und die Musiker so gruppiert, dass eine entsprechende Qualität beim Hörer auch ankam. Das heißt, der Tontechniker musste entsprechend Abstände wahren. Die Trompete zum Beispiel war sehr viel lauter als, sagen wir jetzt mal, ein kleines, leises Klavierspiel. Das wurde dann ausgerechnet vom Tontechniker vorab, sodass also am Ende aus dem Radio dann ein relativ einheitlicher Klang kam, natürlich doch mit bestimmter Dramatik, aber er war relativ einheitlich gewesen. Sie existiert also quasi nicht, wie ich gerade gesagt habe. Es gab sie nicht in den 1920er Jahren bei Rundfunkveranstaltungen, bei Rundfunksendungen. Und deswegen meine Bitte, keine Beifallskundgebungen, kein Applaus nach den Musikern, keine Missfallenskundgebungen. Und ganz wichtig natürlich, falls das noch nicht geschehen ist, Handys ausschalten, denn auch die gab es natürlich in den 1920er Jahren noch nicht. Nicht, dass jetzt hier nochmal plötzlich ein Handy hier losklingelt. Ja, und ansonsten jetzt, wie schon gerade angesprochen vom Tobias Rüger, wir müssen einen kleinen Moment warten jetzt bis Punkt 19 Uhr, dann die eigentliche Radiorunde losgeht. Warten wir. Ich höre, es dauert noch 1 Minute. 3 Minuten. Ja, ich kann mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen reden. Was soll ich denn erzählen? Ja, ich kann nur sagen, es freut uns, also Tobias und mich, es freut uns sehr, dass wir hier in dieser Kirche sein durften. Denn das ursprüngliche Konzept der Radiorunde bestand ja darin, dass wir also historische Sendungen in historischen Räumen auch stattfinden lassen. Und das ist ein historischer Bau Frankfurts hier. Also wie wir ja gerade gehört haben, Martin Elsässer. Wir waren bislang immer im Architekturmuseum, in anderen Museen gewesen. Aber erstmalig in einem Gebäude zu sein, was zur Frankfurter Geschichte dazugehört, was ein wichtiger Bestandteil der Frankfurter Geschichte ist, nämlich in dieser Kirche, ist auch für uns eine Premiere. Und ja, wir freuen uns sehr darüber, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich jedenfalls bei der Kirche auch. Ich weiß gar nicht, wer jetzt vom Kirchenvorstand da ist, aber auf alle Fälle, wir bedanken uns sehr dafür, dass wir hier sein dürfen. So, jetzt haben wir immer noch 1 Minute, oder? Dauert es noch einen Moment? Versuchen Sie es. Setzen Sie sich hier rüber. Vielleicht ist dann der Klang doch besser.
Ja, jetzt aber hurtig, denn die Sendung geht gleich los. Hochverehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Radiorunde Neues Frankfurt. Wir senden aus der Gustav-Adolf-Kirche in Frankfurt-Niederursel. Zu Gast ist heute Hochbauamtsleiter Martin Elsässer, der als Schöpfer des Entwurfs dieses Gebäudes, aus dem wir die heutige Übertragung ausrichten, zu Fragen des neuen Kirchenkultbaus sowie weiteren bedeutenden architektonischen Themen unserer Zeit sprechen wird. Im Verlauf unseres heutigen Programms wollen wir durch rundfunkgerechte Bearbeitungen von klassischer und zeitgenössischer Musikwerke auch eine Abbildung des akustischen Raums, in dem wir uns befinden, darstellen. Das neuartige Medium Rundfunk vermag dies vermittels der genauen Positionierung des durch unseren Sendetechniker Harald Ochs aufgestellten Mikrofons insofern, als dass der räumliche Abstand, beispielsweise der Orgel oder aber des Vortragenden, in einer akustischen Eigenart wahrnehmbar wird, die eine Ortung zulässt. So wird es möglich, an den Empfangsgeräten die Architektur, in der wir uns befinden, namentlich dieses Kirchenbaus von Hochbauamtsleiter Martin Elsässer, gewissermaßen hörend zu durchschreiten. Zu diesem Tag beginnen wir mit einem Präludium für Kirchenorgel von Hermann Schröder. Das Instrument ist dabei rund 15 Meter vom Mikrofon entfernt. Es spielt Christoph Kuhn. Nach dieser musikalischen Einstimmung tritt nun Herr Martin Elsässer vor das Mikrofon. Herr Elsässer, der seit nunmehr 4 Jahren in Frankfurt als Hochbauamtsleiter wirkt, spricht zur Frage des Kultbaus der evangelischen Kirche. Die
Die evangelische Kirche besteht schon über 400 Jahre. Und noch sind wir noch nicht so weit, dass wir einen evangelischen Kirchenkultbau haben, so wie ihn die katholische Kirche schon seit über anderthalb Jahrtausenden besitzt. Das ist keine bloße Behauptung, sondern es ist die unerbittliche Kritik der Tatsachen, die eines Beweises eigentlich nicht bedarf. Es wäre eine Frage für sich zu untersuchen, woher es gekommen ist, dass es der evangelischen Kirche in den ersten Jahrhunderten ihres Wirkens und ihres Lebens nicht gelungen ist, zu einem eigenen Ausdruck ihres Kirchengebäudes zu gelangen. Ich möchte mich darauf beschränken, einige Faktoren zu nennen, die dabei vielleicht mitgesprochen haben werden. Einmal war es die Ungunst der Zeiten, der Dreißigjährige Krieg, obwohl ich fast glauben möchte, dass derartige äußere Hemmungen nicht von entscheidender Wirkung sein konnten. Man hat nun in dem letzten Jahrhundert immer wieder versucht, einen evangelischen Kirchenbaustil zu finden, und seit die Baukunst wieder eine lebendigere Rolle in unserem Leben spielt, wird immer wieder die Frage erhoben, wie gelangen wir zu einem evangelischen Kirchenbau? Trotzdem haben wir bisher noch kein eigentliches Resultat zu verzeichnen. Woher kommt das? Wer einen neuen Stil sucht, der wird ganz bestimmt keinen finden. Denn Stil ist nicht etwas, was man machen oder erfinden kann, sondern etwas, was langsam, organisch sich entwickelt und wächst. Wer einen Stil sucht, wird höchstens einen ganz kläglichen äußerlichen Formenkodex zusammensuchen und zusammenstellen können, dem jedes innere Leben fehlt, der keine Seele und darum auch keine Überzeugungskraft hat. Was ist Stil? Stil ist die nachträgliche Festsetzung eines Zeitausdrucks. Wenn man einen Zeitausdruck schon mit einem Namen benennt, wenn man ihn fixieren kann, so kann man ziemlich sicher sein, dass der Stil schon erstarrt ist, dass das Leben aus ihm bereits entflohen ist. Solange die Bewegung im Fluss ist, solange die Spannungen noch unausgeglichen sind, so lange kann man noch nicht zu einer solchen endgültigen Feststellung kommen, weil alles noch im Wandel begriffen und nicht so festgelegt ist, dass man es normieren kann. Wie aber kommt Stil zustande? Was ist die geistige Idee, die heute die Zeit beherrscht? Es ist eine Idee, die allerdings fast nicht mehr geistig zu nennen ist, aber sie beherrscht unsere Zeit mehr als je. Es ist der Geist der Technik, des Verkehrs. Es ist die Machtidee der industriellen Truste. Diese Faktoren bestimmen unsere Zeit und ihre Bauaufgaben drücken unserer Zeit ihren Stempel auf. Der Bahnhofsbau, das Warenhaus, die Fabrik, das sind die Bauten, von denen der Stilcharakter unserer Zeit ausgeht, ob wir wollen oder nicht. Auch der Kirchenbau muss sich dem allgemeinen Formgeist einordnen. Ist nun damit etwas verloren? Ich glaube nicht. Im Gegenteil, es ist viel gewonnen. Wenn es dem Sinn der evangelischen Kirche entspricht, dass sie nicht eine Kirche für sich sein will, die außerhalb des Lebens steht, so müsste man froh sein, wenn es uns gelänge, auch beim Kirchenbau zu erreichen, dass die Kirche nicht als Fremdkörper in ihrer Umgebung steht, sondern dass sie aus denselben lebendigen Impulsen herauswächst wie die anderen Dokumente unserer Zeit. Das evangelische Kultgebäude wird darum noch lange nicht kalter Industriebau werden, wenn es auch vielleicht von der Fabrik, vom Industriebau, vom Verkehrsbau seine Anregungen und seine Formgestaltung unwillkürlich übernimmt, wird darum so wenig Fabrik werden, als die Peterskirche ein Palazzo geworden ist. Auch hier lehrt uns die Baugeschichte, worauf es ankommt.
Die vielfachen Gemeindebedürfnisse, die im modernen Kirchenbau einen immer größeren Raum einnehmen, werden aus der Kirche eine Raumgruppe, eine Baugruppe gestalten, bei der der Predigtraum nicht mehr die eindeutige Vorherrschaft hat. Zweifellos sind die Fragen der Innenraumgestaltung die ausschlaggebenden, aber sie haben ihre Wirkung darüber hinaus auch auf die Außengestaltung. Hier wird die Kirche nun, allerdings nicht die evangelische allein, sondern auch die katholische, nicht mehr die Rolle spielen können, wie sie es im alten Städtebild und in früheren Zeiten getan hat. Wenn eine alte Domkirche auch noch in der Großstadt architektonisch Mittelpunkt der Stadt sein kann, so wird dies der modernen evangelischen Kirche nicht mehr gelingen. Sie ist zu klein im Verhältnis zu der Größe der Großstadtbauten, der großen Wohnbauten, der großen Geschäftshäuser. Gewiss, in der Provinzstadt im Dorf wird die Stellung der Kirche wohl auch äußerlich noch ungefähr dieselbe bleiben können wie bisher. Das entspricht ja auch den Tatsachen insofern, als die Kirche auf dem Lande immer noch ein viel lebendigerer, ein viel wichtigerer und tragenderer Faktor des Lebens ist als in der Großstadt, wo die Kirche überwuchert wird vom Geschäftsleben und von all den Konsequenzen, die sich aus dem Großstadtleben ergeben. Eine Kirche gotischen Stils, wie man sie zwischen Wolkenkratzern von New York sehen kann, wirkt direkt komisch. Es türmen sich ungeheure Pfeiler, ungeheure Bauten mit Massen von Fenstern, die nachts alle stark beleuchtet sind und deshalb eine ungeheure Lebendigkeit entwickeln, turmhoch bis zu 150 und noch mehr Metern in die Höhe. Und dazwischen steht eine ganz kleine Kirche, deren gotischer spitzer Turm mit aller Kraft, aber mit völlig ungenügender Kraft versucht, sich dazwischen zu recken. Das ist eine Verirrung. Es gilt, den Tatsachen Rechnung zu tragen. Nun ist ganz klar, dass, wie im großen Kirchenraum der Hochaltar durch Stellung und Schmuck so dominierend wirken kann, dass man fast den ganzen Raum darüber vergisst, auch die evangelische Kirche, wenn sie in einem großen Platz oder in einer Straße geschickt in das Straßenbild hineingestellt wird, nicht mit dem Anspruch großer Massigkeit, sondern im Gegenteil durch zierliche Gliederung, durch eine kluge und künstlerische Gestaltung ausgezeichnet, innerhalb dieses Gewirrs von Linien, von Gesimsen, von Fensterreihen als ein Kleinod wirken kann, dass die Aufmerksamkeit durch seine künstlerische und architektonische Wirkung auf sich zieht. Das wäre eine Wirkung, die viel mehr dem entspricht, was unsere Kirche heute anstreben muss. Die Kirche wird in Großstädten entweder als kleines Monument wirken und darin ihre Bedeutung ausdrücken müssen, oder aber sie wird als fassadenbildendes Element in die Fläche der Platzwand oder Straßenwand rücken, wie es schon bei den kleineren Kirchen der Barockzeit häufig geschehen ist. Vielleicht wird sie auch als Außenmonument überhaupt verschwinden und zur Unauffälligkeit und Verborgenheit der frühchristlichen Kirche zurückkehren. Das würde ein Zug der Verinnerlichung sein, der der Kirche eine neue Anziehungskraft geben könnte. Ich glaube auch, dass es sogar der evangelischen Kirche am besten entspräche, wenn sie nicht in den Wettbewerb der Propaganda mit eintreten würde, sondern wenn sie sich suchen ließe. Vielen Dank, Herr Hochbauamtsleiter Martin Elsässer, für diese Einschätzungen, den evangelischen Kultbau und seine Wechselwirkung auf den Städtebau im Allgemeinen betreffend. Wir wollen nun Musik des italienischen Tonsetzers Antonio Vivaldi hören. Vivaldi, der als Meister des venezianischen Barocks angesehen wird, hat das folgende Werk, ein Konzert in A-Moll, in der uns bekannten Überlieferung für Oboe mit Streichorchester notiert. Uns möge es heute als akustisches Bild eines herkömmlichen Kirchenbaus dienen.
Wir hören daraus den dritten Satz in rundfunkgerechter Bearbeitung, bei der das Streichorchester durch eine Orgel dargestellt wird, der wiederum ein Saxophon zur Seite gestellt ist. Beide Schallquellen stehen in einem Abstand von rund 2 Metern zueinander, wobei die Orgel rund 15 Meter und das Saxophon 13 Meter vom Mikrofon entfernt ist.
Hochverehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, Sie hören die Radiorunde Neues Frankfurt. Wir senden aus der Gustav-Adolf-Kirche in Frankfurt-Niederursel. Es erklang soeben der dritte Satz des Konzerts in A-Moll von Antonio Vivaldi in rundfunkgerechter Bearbeitung für Orgel und Saxophon. Es spielten Christoph Kuhn an der Orgel und Tobias Rüger am Saxophon. Es tritt nun wieder Herr Hochbauamtsleiter Martin Elsässer vor das Mikrofon. Herr Elsässer wird eine kurze Ausführung zum Thema Musik und Baukunst tätigen. Er nimmt dabei Bezug auf seine Arbeit für die Ausstellung Musik der Völker, die unlängst in der Frankfurter Festhalle stattfand. Diese Ausstellung zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass aktuelle Strömungen tonsetzerischen Schaffens und Instrumentenbaus einerseits, zugleich aber auch Traditionen außereuropäischer Völker samt ihrer fremdländischen Eindrucksvielfalt andererseits Raum für Darstellung fanden. Hierbei waren nicht zuletzt Fragen von Art und Weise der Präsentation von Bedeutung. Herr Hochbauamtsleiter Martin Elsässer erläutert im Folgenden sein Wirken im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung dieser Ausstellung. Für die Ausstellung stand das Messegelände mit seinen vorhandenen Gebäuden zur Verfügung. Einige provisorische Gebäude sollten dazu errichtet werden. Die Aufgabe bestand darin, die verschiedenartigen Gebäude, die keinerlei architektonischen Zusammenhang haben, organisch zu verbinden, die zum Teil sehr großen Innenräume übersichtlich aufzuteilen und die Gartenanlage in architektonische Beziehung zu den Ausstellungsgebäuden zu bringen. Für die Durchführung dieser Aufgabe waren folgende Gesichtspunkte maßgebend. Erstens, die große Festhalle sollte als Kernpunkt der Anlage den größten Teil der Ausstellung aufnehmen und musste zu diesem Zwecke in viele kleinere Räume aufgeteilt werden. Es lag nahe, auch im Äußeren die Dominante der Festhalle mit ihrer Renaissance-Baugesinnung zurückzudrängen und im Anschluss an das Haus der Mode ein einheitliches Raumbild zu schaffen. Daher die große Kulissenwand vor der Festhalle mit dem großen Portalbau in den internationalen Farben. Zweitens, um dem Vorplatz der Festhalle ein würdiges Gepräge zu geben, galt es, eine Reihe uneinheitlicher und unschöner interimistischer Bauten gerade am Festhalleneingang zu einer einheitlichen Hofbildung zusammenzuschließen. Drittens, in ähnlicher Weise wurde der große Garten hinter dem Haus der Mode mit seinen zahlreichen Pavillons und Einzelbauten mit architektonischen Mitteln zu einer großen und ruhigen Gesamtform zusammengefasst. Viertens, für die Unterteilung der großen Festhalle in die zahlreichen Ausstellungsräume wurde ein Konstruktionssystem von Enso-Platten auf Holzgerüsten gewählt und die Decken mit weißer Nesselbespannung eingezogen. Mit diesem Material ergaben sich wie von selbst klare, schnittige, gut belichtete und einfache Räume, die mit ihrem hellen Anstrich die Ausstellungsgegenstände zu voller Wirkung brachten. Das einzig architektonische Wirkungsmittel war die organische Aneinanderreihung von Räumen verschiedener Größe, Grundform und Höhenentwicklung. Die Architektur sollte nur schlichter Rahmen der auszustellenden Dinge sein. Vielen Dank, Herr Hochbauamtsleiter Martin Elsässer, für diese Beschreibung Ihres Wirkens im Zusammenhang mit der Ausstellung Musik der Völker unlängst hier in Frankfurt. Wir hören nun zwei Werke. Zunächst Valse Longuite des Tonsetzers Siegfried
Siegfried Karg-Ehlert für Saxophon allein. Dieses Musikstück verarbeitet zwei europäische Tänze. Den Walzer sowie, aus dem Süden Italiens herrührend, die Tarantella. Darüber hinaus ist dem Ausführenden aufgetragen, die Echowirkung des Raumes mit einzubeziehen. Das Musikstück eignet sich daher besonders gut für eine Aufführung in Gebäuden mit großer Akustik. Saxophonist Tobias Rüger steht hierbei nun in rund 5 Metern Abstand vom Mikrofon. Im Anschluss daran folgt der zweite Satz der Orgelsonate Nummer 2 eines weiteren bedeutenden Tonsetzers unserer Zeit, Professor Paul Hindemith. Thank you.
Nun, wie gefällt Ihnen das Haus? Eine schwierige Frage. Aber ist es wahr, Herr Professor, dass Sie den Beginn der Planungsarbeiten Ihrerseits herauszuschieben versuchten, weil die Frau des Hauses bei den ersten Besprechungen verreist war? Ja, und ich glaube, dass gerade dies mir das Vertrauen der Bauherrin gesichert hat. Wir Architekten sind ja keine Ingenieure, die es nur mit mathematisch und logisch zu berechnenden Dingen zu tun haben. Wenn ein Haus menschlich werden soll, muss es irgendwie der Geist und die Lebensauffassung seiner Bewohner darin verwirklicht werden. Und wie soll das gelingen, wenn man den lebendigen Geist eines Hauses nicht kennt? Die Voraussetzungen sind eines, das andere ihre Lösung. Den seelischen Wert eines Hauses können und brauchen nur seine Bewohner zu erfassen. Ein fertiges Werk spricht seine Sprache und unsere Erfahrung hat uns verstehen gelernt. Man kann schließlich auch ohne irgendwie über Zusammenhänge belehrt zu werden sehen, ob ein Werk gut oder schlecht ist, ob das Erstrebte gelungen ist oder nicht. Und darüber gibt der Grundriss uns schon Auskunft. Hier ist mein Eindruck, in formaler Beziehung sehr günstig. Die Baumassen stehen in einem sehr schönen Verhältnis zueinander. Die Elemente, aus denen der Körper sich aufbaut, sind einheitlich und edel. Die Werkstoffe sind gut gewählt und vollendet verarbeitet. Aber die Schlafräume erscheinen mir zu klein im Verhältnis zu den Wohnräumen. Nun ja, die Größe der Schlafräume haben wir so gewünscht. Wir fühlen uns sehr wohl in diesen knapp gefassten Räumen. Dadurch, dass wir außer den Schlafräumen Ankleidezimmer haben, ist der Schlafraum selbst nur Umfassung des Bettes. Wozu da räumliche Weitschweifigkeit? Licht und Luft kommen überreich hinein. Die Ankleidezimmer haben so viel eingebaute Schränke, wie wir wünschten. Wasch- und Baderaum schließen an. Nicht die Größe an sich habe ich beanstandet, eher ihr Verhältnis zu den Wohnräumen. Aber das ist doch durchaus verständlich. Die Schlafräume sind unserem ganz privaten Leben gewidmet. Die Wohnräume zwar auch, aber sie dienen zugleich unseren Gästen und Freunden und immerhin bedingt mein Beruf auch gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen, die Wohnräume miterfüllen müssen. Deren Charakter ist aber durchaus nicht gerade repräsentativ. Ich muss Ihnen gestehen, dass dieser Punkt meines Programms mir die größte Sorge gemacht hat. Ich hasse das aufdringlich Repräsentative. Ich würde mich in monumental oder feierlich hergerichteten Räumen sehr unwohl fühlen und habe deshalb bewusst gefordert, dass alle Stilelemente, alle bloß hergebrachten Formen vermieden werden, soweit sie nicht aus dem Zeitgeist, aus unserer Lebensauffassung sich ausdrücklich entwickeln. Das war für mich der höchste Reiz dieser schönen Bauaufgabe, Räume zu schaffen, die genügend Faltung haben, um festlich gestimmte Menschen aufzunehmen und dennoch auf eine kultivierte Behaglichkeit nicht verzichten zu müssen. Warum haben Sie zum Beispiel das Herrenzimmer aus der Flucht der Wohnräume ausgesondert? Das war wieder einmal mein Wunsch. Es sollte unmittelbar von der Garderobe aus erreichbar sein, um mir die Möglichkeit zu geben, auch geschäftliche Besuche in meinem Arbeitszimmer zu empfangen, ohne dass die Gesellschafts- und Wohnräume dadurch berührt werden. Deshalb ist das Zimmer auch durch Doppeltüren von den übrigen Räumen schallsicher abgeschlossen. Das ist freilich eine Voraussetzung, die man kennen muss, um den Plan ganz zu verstehen. Trotzdem stört es die Ruhe des Herrenzimmers nicht, dass es gleich neben der Auffahrt liegt? Das könnte freilich störend wirken, aber man kann kaum für jeden einzelnen Raum die denkbar beste Lage erreichen, ohne irgendeinen anderen Raum oder eine andere Programmforderung zu benachteiligen. Wesentlich war die fließende Verbindung von Wohnraum, Bibliothek und Teezimmer, die nur durch Vorhänge voneinander getrennt sind, da sie gemeinsam bewohnt werden. Die Beziehung von Wohnzimmer und Halle, die durch Glastüren und Vorhänge ebenso leicht voneinander getrennt wie auch engstens miteinander verbunden werden können.
Haben Sie den Eindruck, Herr Doktor, dass dieses Haus sehr modern ist? Nicht im Sinne dessen, was die sogenannte Avantgarde der modernen Architekten etwas zu dogmatisch unter modern versteht. Aber zweifellos ist es insofern modern, als es durchweg mit heutigen Gestaltungsmitteln durchgeführt worden ist, wie es vor wenigen Jahren noch kaum in dieser Art möglich gewesen wäre. Was meinen Sie damit? Das Ganze. Die bescheidene, unmonumentale Front, die Räume, die weder in der Anordnung noch in der Aufteilung symmetrisch sind und schon dadurch gewohnter Feierlichkeit entbehren, die Art der Möblierung, die nicht auf dekorative Wirkung, sondern auf Wohnlichkeit hinzielt und vieles andere. Modern in gutem Sinn, also kultiviertem Zeitgeschmack entsprechend, ist der Geist, der aus der Gesamtheit des Hauses spricht. Und nicht zu vergessen, die Wahl der Werkstoffe und die Zuhilfenahme aller technischen Errungenschaften, die unsere Zeit bietet. Durch einen Druck auf den Knopf lassen sich alle Fenster des Erdgeschosses versenken. So öffnet sich jeden Raum, der Garten oder auf die Terrasse. Den meisten Räumen kann gewärmte oder im Sommer gekühlte Luft zugeführt und die verbrauchte abgesogen werden. Das und vieles andere wäre doch früher kaum möglich gewesen. Oh doch, das war früher auch schon möglich. Aber dann klaffte immer ein Riss zwischen diesen technischen Einrichtungen mit ihren technisch bedingten Formen und Gesetzmäßigkeiten und der ästhetischen Formung der Räume und ihren Einzelheiten. Demgegenüber habe ich mir gerade die größte Mühe gegeben, dieses ganze Haus aus einer einheitlichen Gesinnung heraus zu gestalten. Für mein Empfinden ist es übrigens gerade so modern, wie es seinen Bewohnern entspricht. Und wenn wir gute Architekten sein wollen, müssen wir auch einigermaßen Psychologen sein. Jetzt wird's mir aber unbehaglich, meine Herren. Lassen Sie uns lieber eine Tasse Tee zusammen trinken, bei der wir Ihnen noch manche amüsante Episode, die wir während der fast zweijährigen Bauzeit erlebt haben, erzählen können. Thank you.
Hochverehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, Sie hören die Radiorunde Neues Frankfurt. Wir senden heute aus der Gustav-Adolf-Kirche in Frankfurt-Niederursel. Soeben erklang die Pastorale aus einer Sammlung von Orgelwerken des Tonsetzers Max Reger. Ein weiteres Mal geht das Wort nun an Herrn Hochbauamtsleiter Martin Elsässer, der zum Ausklang unseres Programms heute seine Überlegungen zur Stellung der Baukunst in Geschichte und Gegenwart sowie ihrer besonderen Bedeutung für die Gesellschaft teilen wird. Der Architektenberuf hat eine außerordentlich hohe Bedeutung, die weit über die reale, zweckhafte Befriedigung der jeweiligen Baubedürfnisse hinausgeht und eine kulturelle Aufgabe zu erfüllen hat, deren Tragweite zweifellos immer wieder verkannt wird. Ich will die Werke der Baukunst nicht höher stellen als die Werke der Musik oder Dichtung oder Malerei. Aber wenn ein Musikstück missfällt, braucht man es sich ja nicht anzuhören. Bilder, die uns nicht ansprechen, können wir beiseite stellen. Dichtungen brauchen wir nicht zu lesen, wenn sie uns ärgern. Aber die schlechten Werke der Architektur stehen in aller Öffentlichkeit da und verschandeln Stadt und Landschaft. Sie sind so zahlreich, dass keine noch so wohlhabende Zeit es sich leisten können wird, sie zu beseitigen. Darum ist unser Beruf verantwortungsvoller als die anderen Künste. Der Unterschied zwischen Kunst und Technik besteht darin, dass in der Kunst ewige Werte gefunden werden, die über alle Zeiten weg als geprägte Form ihre Gültigkeit und ihren Wert behalten, ohne Rücksicht auf ihren Erhaltungszustand. Während in der Technik die Vervollkommnung der Apparatur oder des Wirkungsgrades die jeweiligen vorhergehenden Stadien der Entwicklung überholt und gewissermaßen löscht. Wenn dem so ist, dann ist einleuchtend, dass in der Baukunst die große Gefahr darin besteht, dass seit Beginn des technischen Zeitalters in zunehmendem Maß das Technische beim Bauen die Oberhand gewinnt über das Geistige, das eigentlich Schöpferische im Bauwerk. Vergleichen Sie einmal ein historisches Bauwerk mit einem typisch modernen Bau. Beim historischen Bau, ob Sie nun an Werke des griechischen oder römischen Altertums denken oder an eine romanische Basilika, an einen gotischen Dom, einen Renaissance-Palast oder einen Barockbau, immer ist Wesen, Gehalt und Form durch den handwerklich geschaffenen Holz- oder Steinbau und dessen Ausformung in jeweils entweder einfachen linearen oder stark ornamental und plastisch bereicherten Schmuckformen eindeutig erfüllt. Die Form ist zwar durch die Technik mitbestimmt, aber die Form überwindet gewissermaßen die Technik und trägt so den damit gültig gewordenen Ausdruck. Kurz gesagt, der Weg vom Rohbau zum Ausbau war zum Beispiel beim griechischen Tempel oder dem gotischen Dom nicht sehr groß. Im heutigen Bau ist der Rohbau meist erst ein konstruktives Skelett. Schon der Außenbau ist im Ausbau wesentlich bedingt durch die Materialien der Verkleidung mit ihren technischen Entwicklungsgraden. Vollends aber im Innenausbau ist die auch formale Formgebung der Räume nicht nur durch die Maßnahme der später hinzukommenden Verkleidung von Wand, Decke und Fußboden bedingt, sondern fast mehr noch durch die komplizierte Technik der Installation, der Heizung, der Bewässerung und Entwässerung, der natürlichen und künstlichen Belichtung und neuerdings auch vor allem der Akustik. Lauter technische Vorgänge, die in einer noch nicht völlig absehbaren Entwicklung sich von Jahr zu Jahr vervollkommnen und also schon vom rein technischen Gesichtspunkt her, aber dann auch von der formalen, der ästhetischen Seite außerordentlich schnell überholt und als veraltet empfunden werden. Aber nun wollen wir diese Stunde dazu verwenden, eine Art Bilanz zu ziehen, was wirklich lebendiger und unmittelbarer Ausdruck unserer Zeit ist und wohin der Weg gehen müsste, um das Bauen unserer Zeit zu einem klaren, also nicht verzerrten,
Spiegel unserer Gegenwart, unserer Zeit zu machen und damit die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass dieses Bauen einmal in die Baugeschichte eingeht und nicht als schnell wieder verlassener Irrtum gewissermaßen unterschlagen werden muss, wie es zum Beispiel dem Jugendstil beschieden war, trotz aller seiner hoffnungsvollen und auch heute noch ernstzunehmenden Ansätze, einfach dadurch, dass er schon damals in den Jahren nach 1900 zu schnell aus einer geistigen Bewegung zu einem klischeehaften modischen Formalismus plattgewälzt wurde. Beginnen wir mit dem Städtebau. Neuer Städtebau verlangt Weiträumigkeit, viel Luft und Licht. Wir wollen keine uferlosen Steinwüsten mehr, wir wollen von unseren Wohnungen aus auf Bäume und Rasenflächen blicken. Darum bauen wir Trabantenstädte, überschaubare Einheiten zwischen Grünflächen und Großstadtlungen. Moderner Städtebau ist charakterisiert durch klare Differenzierung von Hauptverkehrsstraßen außerhalb der City ohne Randbebauung gegenüber den Verkehrsstraßen in der City mit ihren Geschäftsbauten, Läden, Gemeinschaftsbauten und vollends gegenüber verkehrsarmen Wohnstraßen durch Erschließung der Wohngebiete mit möglichst verkehrsarmen Wohnwegen, durch klare Trennung von motorisiertem Verkehr und Fußgängerverkehr. Ist der alte Städtebau noch charakterisiert durch eine rein mechanische Zonenabstufung, so dass also in einem bestimmten Stadtgebiet immer nur vier- oder fünfgeschossig gebaut werden darf, in anderen Zonen nur zwei- oder dreigeschossig und in wieder anderen Gebieten nur eingeschossig? Die öde Langeweile dieser Stadtviertel seit 1870 bis heute in allen mittleren und großen Städten unseres Landes schreit ja doch zum Himmel. Sie merken das vor allem dann, wenn Sie an einem Sonntag durch solche Straßen gehen müssen. Da überfällt Sie die Trostlosigkeit dieser Hausfassaden, weil jetzt der Verkehr gering ist und die Ladenfenster mit all ihren Ablenkungen wegfallen, so dass ihr Blick für die Wirklichkeit des Straßenraums frei wird. Neuer Städtebau wechselt ab zwischen Hochhäusern, vier- bis fünfgeschossigen Mietshäusern, eingeschossigen Ladenzeilen und so ergibt sich ein mannigfaltigeres Bild und eine akzentuierte Folge von Straßenraumgebilden, in die selbst in der Großstadt überall die Landschaft einzigerst und die Vegetation mit Baum- und Strauchwerk, mit Rasen und Blumen und Stauden eine menschenwürdige Atmosphäre schafft und damit den schroffen Gegensatz von Stadt und Land aufhebt. Eines ist auf alle Fälle klar: Neuer Städtebau entwickelt seine Forderungen aus den heutigen Bedürfnissen, die immer dringlicher geworden sind. Weiträumige Gliederung der großen Städte, Verkehr, damit Trennung des Fußgängers vom Motorisierten, Großstadthygiene, organische Gliederung in City-Wohngebiete und Industriegebiete. Dieser neue Städtebau ist keine willkürliche Modeschöpfung, sondern die logische und organische Konsequenz aus der unerbittlichen Entwicklung unseres heutigen Lebens mit seinem Volkswachstum, seinen Zeit- und Raum überwindenden Verkehrsmitteln, seiner Aufgeschlossenheit für soziale Bedürfnisse, seiner Verantwortung für menschenwürdiges Dasein und seiner Psychologie des Lebensablaufs. Denken Sie an Wohnungsbau, Schul- und Krankenhausbau, an die Büroräume und Arbeitsräume, Werkstatt und Fabrik. Die Bewegung des Menschen in der Straße, die zu Fuß, zu Pferd oder im Wagen erfolgte, war noch so gemächlich, dass sie im Bauen nirgends zum Ausdruck kam. Man sah sich die Bauwerke auch immer von Standpunkten aus an. Je schneller wir nun an einem Bau vorbeifahren, desto mehr scheinen auch die Bauwerke sich zu bewegen, an uns vorbeizufahren, zu fliehen. In der Baukunst der neuen Zeit erhalten daher die Bauwerke statt einer nur statischen auch eine dynamische Funktion. Das ist schon in der Architektur unserer Zeit in den langen Häuserfluchten mit der Aneinanderreihung vieler gleicher Fenster unabsichtlich zum Ausdruck gekommen, wird nun aber verstärkt und bewusst unterstrichen
durch das Moment des Schwebens und Fliegens, das uns mit Luftschiff und Flugzeug zunächst zu einem menschlichen Erlebnis geworden ist und das wir nun unwillkürlich als Vorstellung auch auf unsere Bauten zu übertragen vermögen. Ich will nicht entscheiden, welche Ursache bei der durch die Statik gewährleisteten und heute schon wieder fast zur Mode gewordenen Möglichkeit, unsere Bauten und vor allem Großbauten auf Stützen zu stellen und gewissermaßen über unseren Köpfen schweben zu lassen, auch künftig wirksamer wird. Die Vorstellung des Fliegenkönnens, die wir auf die Bauten übertragen, oder der mehr rationale Zweck der Ausnutzung des Erdbodens für den ruhenden Verkehr, oder aber das Bedürfnis nach Durchsichtigkeit. Hochverehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, die Radiorunde Neues Frankfurt kommt nun zum Ende mit dem Lied »Frühlingswind« von Hugo Lang. Herr Lang, ein Freund der Familie Elsässer, hat die Sammlung, der es entnommen ist, für den Hausgebrauch geschrieben. Der Text dieses Liedes lautet wie folgt: »Frühlingswind, wir alle deine Kinder sind, du aller Freude Quell, der alle Lust erfüllt, dir klinge froh und hell Tanzlied zum Frühlingswind.« Herr Kuhn, der bereits Orgelwerke dargeboten hat, nimmt hierfür am Klavier Platz. Hochverehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, Sie hörten die Radiorunde Neues Frankfurt.